Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Kingdoms Reborn. Zusammen mit dem guten Jollum in Grastypen. Ja, hallo, hallo. Und dem Seuch in seiner Peststadt. Peststaat. Stimmt, Peststaat. Ist ja noch schlimmer, wird ja mal größer. Überall geht das Holz aus, überall sind die Heizmaterialien schwach. Ach so. Wie viel Arbeit habe ich denn? Nö, also ich habe 52 Holz. Das ist ja schön, ich nicht. Wie hast du denn das hingekriegt? Alles abgeholzt. Ich benutze Kohle zum Heizen. Warte auf Wahl der Startposition anderer Spiele. Was? Ja, bin ich ja mal gespannt. Aber welche? Ah, es wird ja immer besser hier. Ja, und? Hier unten rechts sieht man, da ist einer beigetreten. Wie konnte der beitreten? Tja, können wir den wieder rausschmeißen? Er ist nur wieder rausgegangen. Das ist aber nett. Und disconnected. Das ist aber nett. Ach ja, hier. Wir hatten noch Passwort, oder? Ja, also ich habe zumindest eins eingegeben. Ich hatte keins eingegeben. Aber ich hatte eins eingestellt. Ja, ja gut. Ne? Oh, was könnte ich brauchen? Okay, das Ding ist zwar groß. Mir fehlt gar kein Wohnraum. Mein Wohnraum wird langsam knapp. Auch bloß, weil sie das blöde Haus nicht fertigstellen. Ja, ich kann euch das Haus jetzt hier noch zu Ende bauen. Der Winter ist ja hoffentlich gleich vorbei. Früher Frühling, dann soll es wieder warm werden. Und dann kann man vielleicht auch hier wieder, ja, hier das Kohle vorkommen, wäre halt wichtig. Ja, also bei mir ist halt nicht so das Holz das Problem, mehr so momentan Stein. Könntet ihr jetzt endlich irgendwelche scheiß Bäume? Stein habe ich gerade 88, sonst muss ich noch mal ein bisschen was machen. So, jetzt haben wir hier die Schaffarm. Was bringt mir die Schaffarm? Ist egal. Landwirtschaft. Was ist denn gefriert? Erzeugt Nahrung und Wolle. Geil. So. Felder freigeschaltet. Das ist doch mal schön. Gut. Haus fertig. Wir können jetzt also in die Medizin eintreten. Fruchtbarkeit 45%. Okay, machen wir es hier. Und dann erstmal ein Arbeiter. Werkzeuge sind noch. Entschuldigung. Schon Probleme. Wie kann ich denn das jetzt? Achso, hier. Nee. Abreißen das hier, ja. So, ich brauche das hier. Eins weiter. Noch ein Förster wäre ziemlich nice. Da haben wir schon mal keinen. Da haben wir einen, perfekt. Dann müssen wir uns... 360 kostet der? Was zur Hölle? Dann wird es wohl doch mal Zeit für einen Handelsposten. Leder brauche ich zum Beispiel. Ja, mehr Einwanderer, sehr schön. Das habe ich noch nicht. Die Einwandererbehörde. Die habe ich auch noch nicht. Die wird zwar. Ja, die ist zwar in Auftrag gegeben, aber es war jetzt so einfach nur eigen, dass Einwanderer möchten zu mir. Die sind jetzt auch zu mir gekommen. Mehr Produktivität ist immer schön. Und die kriegt natürlich der Förster. Ist, denke ich, eine gute Wahl, der Förster. Das denke ich auch. Oh, medizinische Kräuter können angebaut werden, sehr gut. Jetzt erst? Farm ist fertig. Ach so. Farm? Die haben einfach während des Winters das Ding nicht gebaut. Ach so, ich dachte, jetzt wäre die Forschung fertig. Nee, das war meine erste Forschung.
Ich hoffe, ihr bringt jetzt die 2 Holz zum Förster, dass der gebaut wird. Und dass der mal arbeiten kann. So, Schweine sind auch nur für Nahrung. Ja. Nahrung habe ich mehr als genug momentan. Ja, was bringt Schweine sonst noch, wenn du mal so drüber nachdenkst? Leder? Vermutlich nicht in der Qualität, in der es hier benötigt wird. Naja, was macht man denn hier aus Leder? Bisher sammelt sich das nur bei mir. Ja, du, irgendwann kannst du hoffentlich auch Kleidung oder so herstellen. Das weiß ich nicht. Na, läuft hier schon ganz, ganz gut gerade im Moment. Wow. Wie viel kostet das? 400. Ich habe gleich keine Bäume mehr. Den einbringen. Brauche ich denn hier irgendwas? Nein. Dann warte ich auf die Universalkarte. Und kein Holz. Das ist schon schlau. Statistikamt, das Statistikbüro. Wie sieht denn das am besten aus? So. Passt perfekt dahin. Wunderbar, fertiggestellt. Statistikbüro. Ich bin froh, wenn ich gleich den Händler habe. Kann ich so Sachen wie Leder verkaufen. Vielleicht sogar Fisch. Wie viel Zufriedenheit habe ich denn? Wo steht denn das? Links, da ist so ein Smiley. 77, ja, dann werde ich das jetzt noch nicht verbessern. Habe ich auch. Luxusgüter sind bei mir das große Problem. Ja gut, die kommen ja erst noch. Ich frage mich, warum Nahrung nur bei 79% ist. Vielleicht wegen der Diversität? Ich habe 3 verschiedene Nahrungsmittel aktuell im Angebot. Ich habe Fleisch, Fisch und Orangen. Ja, ich auch. Kommt mir auch bekannt vor. Und ich könnte auch noch auf Schweinen noch Schweinen dazu bringen, aber das müsste auch wieder nur Fleisch bringen. Hier laufen noch so viele Wildtiere rum. So, Handel, verkaufen, Leder. Wie viel machst denn du dann pro Quartal? 34 nur. 34 Holz pro Quartal? Ja, andersrum. Ich verdiene ja, irgendwie gerade auch gar kein Geld mehr. Wo bleibt das alles? Steuer? Achso, weil eine Kleinstadt drin ist und... Boah, durch den Fluss 1000 nochmal. Das hat auch alles nur Essen wieder hier. Gut, Köhlerei werfen vielleicht doch nochmal eine Variante. Weiß ich aber nicht. So, das ist jetzt sparen hier für dieses Gebiet. Sehr ärgerlich, dass dieses das ist ein langer Arbeitsweg. Teuer ist. Ach, die Distanz zum Rathaus spielt eine Rolle, okay. Ja. Dann hätte ich doch mit dem mittleren Gebiet hier anfangen müssen. Naja. Also mache ich nur 13,6 plus, das ist mir zu wenig. Ja, kannst du mal drüber gehen, wo alles hingeht? Gebäudeunterhaltskosten. Da sind vermutlich 40 durch die Taverne alleine. Habe ich ja nicht. Nee, hast du doch nicht. Nee, aber ich mache trotzdem 80 minus dadurch. Ja, Taverne habe ich noch gar nicht gebaut. Dann hätte ich vielleicht nicht noch einen zweiten Förster bauen dürfen. Ja, ja, ich bin nur am Überlegen, die Taverne zu holen, aber momentan bisher nicht. Ist mir zu kostspielig. Ja. Der Förster braucht keinen Unterhalt. Ja, noch besser. Vor allem, da ich so eine schöne Karte habe, die nennt sich Investition. Für jeweils 20, die ich in der Bank habe, kriege ich nochmal ein extra Geld. Ja, das ist bei mir auch. Ja. Das habe ich nicht. Das hätte ich vielleicht nehmen, obwohl ich habe auch, ja, hätte ich nehmen sollen. Wäre vielleicht schlauer gewesen. Die Möglichkeit hatte ich zum Beispiel im letzten Spiel auch nicht. Die war mir auch neu. Ich habe jetzt ein bisschen Holz.
aber dafür keine Arbeiter. Ich brauche mehr Arbeiter. Das geht mir auch so. Oh, drei jetzt, aber na gut, wenn die hier durch sind. Ich arbeite die auch wieder beim Förster. Das wird wieder ein sehr kalter Winter werden. Naja. Im Moment habe ich 81 Holz und 25 Kohle. Mein Förster arbeitet gerade recht gut. Ich habe 19 Holz und keine Kohle, weil eigentlich wollte ich jetzt keine Kühlerei bauen, um halt dann dieses Gebiet mit dem Kohlevorkommen zu benutzen. Aber das dauert länger als gedacht, deswegen. Ja, ich glaube, wieder Fahne hinterher brauchen. Was kann ich mir da kaufen? Noch eine Fischerhütte. Eisenerz brauche ich gerade nicht. Gib mir das, ja, bestätigen. So, zeig mal her, wie viel haben wir denn? 82%. Oh, hier waren 400. Nee, das ist rot. 90, 102. Immer wenn es rot ist, ne? 106 Effizienz. 116. Das nehme ich. Das heißt, also, brauche. Oh, ich habe wieder keine Arbeiter und Co. Super. Das hier. Du brauchst ein Haus da hinten. So. Brauchst. Nein, abbrechen. Unterscheiden sich eigentlich die fruchtlosen Bäume und die Obstbäume von der Wachstumszeit her? Ich glaube nicht, aber da du halt davon ernten kannst, ist das der Unterschied. Ja. Okay. Das ist das Wichtige. Warum sollte man dann auf fruchtlose Bäume stellen? Es würde mich nicht wundern, wenn die Obstbäume weniger Holz bringen, wenn die gefällt werden. Während du halt Obstbäume nur dort pflanzen willst, wo du eigentlich auch einen Obstsammler hast. Man müsste das vielleicht mal irgendwie austesten. Stellen wir den nochmal auf fruchtlose Bäume. Papaya. Wachstum, Bonusertrag. Karre Provinzinfo. Ja doch, Birke ist schnell wachsend. Hartholz. Okay. Birke. Mhm. Da produzieren wir ziemlich viel von Leder auch. Deswegen funktioniert hier nichts mehr. Ich habe hier 5 Bauarbeiter. Aber keine Arbeiter, die Material transportieren. Ist das so? Ja. Für was brauche ich 5 Bauarbeiter? Verdammt nochmal. Oh, jetzt auf einmal habe ich 4 Arbeiter wieder. Ja, die werden unter Garantie zur Baustelle gerannt sein, wo sie irgendwas machen können. Das Material ist alle und dann, okay, ja, jetzt brauchen wir Material, also los. Ja, das Interessante ist, die reißen noch nicht mal das ab, was ich ihnen gesagt habe, sondern die dürfen es abreißen. 300, ich brauche 360 für den nächsten Förster. Dass dir hier mal ein bisschen, auch noch ein bisschen Gas gibt. Das ist krass. Ich hatte nicht so viele, aber schon einige Bäume hier in meinem Gebiet und jetzt ist fast alles weg. Wahnsinn. Juhu, eine Karawane. Ich muss das Leder loswerden. Ich habe jetzt das Handelsbüro gebaut. Aber ja, habe ich noch nicht erforscht. Brauche ich nicht erforschen. Das, gut, dafür kriege ich halt weniger Geld. So gleicht sich es dann wieder aus. Was, du hast Handels? Was? Nicht erforscht? Was? Ich habe Medizin priorisiert. Und jetzt den Förster. Ich habe den Handelsposten ja von Anfang an schon. Okay, der Winter sieht gut aus. Achso, den hast du dir am Anfang ausgewählt. Ja, ja. Ah, jetzt komme ich mit. Ich weiß noch nicht, ob das gut war oder ob man nicht doch besser das mit dem Geld hätte machen sollen, so wie ihr. Weiß man nie so richtig. Das sind so Sachen, die zeigen sich dann auf längere Sicht erst. Momentan ist Leder halt richtig gute Sache, um sie zu verkaufen.
Ja, weil man es halt nicht benötigt. Und Fisch eigentlich. Und macht halt bloß das Lager voll, während der Jäger halt sagt, okay, ich jag einfach weiter, auch wenn die Lager voll sind. Genau. Und Fisch könnte ich auch mittlerweile schon verkaufen eigentlich. Da habe ich ein bisschen übertrieben mit 2 Fischerhütten. Ja, du kannst jetzt zum Beispiel auch Produktionsziele setzen. Genau. Dann stimmt. Hören sie auf zu arbeiten, wenn du ein Produktionsziel erreicht hast. Okay, 144 verbraucht, das heißt, wir machen mal auf 170. Das gilt dann aber im Lager, oder? Ja, nein, global. Nur global. Nur, also ja, meinte ich ja. Also nicht nur für dieses, sondern dann für alle Fischerhütten. Genau. Ja. Okay. Deswegen stellst du auf 500 oder so. Ich habe es mal auf 170 gestellt. Das wird wahrscheinlich den Winter nicht überleben. Man braucht jährlich 144. Ah. Ja, das noch, bis mehr Leute da sind. Ja. Ja, vielleicht 150, 170 müssen wir mal so 250 erstmal. Man darf es natürlich nicht vergessen, das ist richtig. Den stelle ich jetzt noch. Wo stelle ich denn den hin? Hier vielleicht? Ne, hier eigentlich. Sehe ich das mit dem? Arbeiter ein, okay. Boah, die Schweinefarm ist ja riesig. Ja, solche Dinger sind riesig. Ist dann das Stein, wenn man das jetzt auf so ein Steinvorkommen setzt, ist das dann weg? Oder wird das vorher weggeräumt? Er wird immer alles vorher abgebaut. Okay, das heißt. Das kann halt die Konstruktion dementsprechend lange hinauszögern. Gut, es eilt ja nicht. Ja. Aber da passt das ganz gut hin. Es ist halt das gleiche wie mit den Bäumen. Die müssen ja auch erst entfernt werden. Okay. Ja, okay. Ich habe ja nicht so viele Bäume gerade, deswegen kann ich dazu sagen. Aber das erklärt auch, warum letztes Mal das so lange gedauert hat, bis Sachen gebaut wurden. Bin mal gespannt, ob 100 Holz reichen. Ja. Also Tierfarmen sind halt generell sehr groß. Und sie brauchen auch lange, bis sie angelaufen sind. Ja, gut. Dann ist ja gut, dass ich die jetzt schon... Ja, du kannst dir Tiere dazu kaufen, die sind halt extrem teuer. Hm. Ja. Aber ich habe hier Weideland, das ist perfekt dafür geeignet. Weideland, sowas gibt's? Weidelandkachel, Biom gefüllt mit Gräsern, Blumen und Kräutern. Obwohl unregelmäßige Niederschläge das Land für die Landwirtschaft ungeeignet machen, macht das dichte Gras dieses Biom ideal für die Viehzucht. Schauen wir mal. Ach da, das ist halt kein besonders angezeigtes Symbol dafür, für einen Bonus, okay. Nee. Ja. Man muss nur mal auf die Erde klicken. Ja, war natürlich jetzt wahrscheinlich dumm. Das machen wir mal eher nach dem Winter weiter. Ach, jetzt ist das Holz aber schon da, dann können sie auch weitermachen. Verdammt. Das war jetzt super schlau, da 50 Holz reinzubuttern. Ah, ich habe 200, das ist ganz gut. Ah, schön. Wo lagern die denn das? Kriegt man für Medizin 13. Kaufen wir mal Medizin. 30. Ich kann so viel Wildfleisch verkaufen. Ich habe 444 Wildfleisch. Ach, Wildfleisch ist eigenes Fleisch. Ah, das ist ja gut. Ja. Das ist ja gut. Ich habe 619 Wildfleisch. So. Obwohl ich schon gesagt habe, ey, bloß bis 500 produzieren. Ja. Ich habe hier einen jährlichen Verbrauch von 244 Wildfleisch. Oh, ich kann eine Kohlemine bauen. Endlich bin ich am Ziel angekommen. Oh, ich kann die Kohlemine jetzt mal hochdrehen. Hier ist einer, hier kann einer rein. Was liegt denn hier rum? Das hier. Da liegen Orangen auf dem Boden. Sehr nett. Handelbedarf forschen. Oh, ich brauche unbedingt Häuser. Gebäude verschieben kann man nicht, ne? Abreißen, neu bauen. Haus zu weit entfernt, okay. Muss ich jetzt extra ein Haus für hinbauen? Manchmal brauchen sie sowas, ja, ein Haus in der Nähe. Ach, immer dieses... Wenn die Strecke halt zu lang wird für ein Lager, da brauchen wir bestimmt auch. Lagerplatz. Attraktivität. Das passt wieder nicht. So. Dann würde ich den Förster doch eher hier hinsetzen.
96% Attraktivität ist ja auch noch in Ordnung. Kriegen wir denn wieder, wenn wir das abreißen hier? Bei Häusern. Also wie viel man wieder bekommt, weiß ich leider nicht. Man kriegt immerhin die Karte. Das ist ein ganz ja, die auf alle Fälle. Wäre sonst sehr schwer, in diesem Spiel was Neues zu bauen. Mhm. Und dann kann man das Gebiet hier gleich waldtechnisch auch viel besser ausnutzen. Was natürlich dazu führt, dass ich wieder kein Holz habe. Egal. Wie viel Plus macht ihr denn gerade? 31. 85. Ach, China. Ich bin wieder mittendrin. Ich bin bei 42. Wie machst du denn 81? 85. Ich habe nur 70 Gebäudeunterhaltskosten. Ich habe auch noch keine Taverne. Das würde enorm das Ganze einschränken. Meine Provinzen bringen allein schon 58. Ja. Hast du schon drei? Ja. Die Attraktivität ist vielleicht bei dir besser. Und oder? Investitionsgewinn ist 45. Durch das, was ich eingelagert habe, kriege ich nochmal 45 oben drauf. Okay, ich versuche das Geld auch etwas höher zu halten. Ja, ja. Und ich kaufe ganz viele, also jedes Mal, wenn sie mir angeboten werden, die Diebstahlkarten. Ah ja, alles klar. Ja, die werden mir gerade nicht angeboten. Das ist eine Investition von 100. Ja, genau. Okay. Aber wenn man sich mal anguckt, ich kriege 192 aus, haste ihn momentan raus. Jedes Mal. Ich habe eine Diebstahlkarte. Das heißt, also das, was ich investiere, kriege ich fast doppelt zurück. Jedes Mal. Und das hilft natürlich enorm. Wenn du die plünderst, dann gucke ich mal bei den anderen, was die so haben. Richte dich nach der Einwohneranzahl. Ja gut, 23 zu... Ja, 24. Du kriegst bei Hastin also 10 Gold mehr raus. Okay. Na gut, wenn ich nach der Einwohnerzahl gehen würde, müsste ich natürlich bei Seuche klauen. Seuche hat aber nicht so viel Geld. Ah, okay, das war ein schlechter Tipp, China. Die haben natürlich jetzt kein Geld mehr. So viel zum Thema, du machst da 10 mehr. Im Endeffekt habe ich jetzt 100 Gold verloren. Weil, wieso? Wo hast du geklaut? Dann hast du einen, wie du es empfohlen hast. Ja, dann müsstest du dann fast 200 gemacht haben. Null. Dann haben die vielleicht kein Geld mehr gehabt. Ja, weil du sie geplündert hast. Also hätte ich auf meinen Instinkt hören müssen und bei den anderen klauen, weil du die nicht geplündert hast. Wird aber auch angezeigt, wie viel du rausbekommst. Nachdem ich die Karte gespielt habe, wurde es mir angezeigt. Nee, vorher schon. Das habe ich nicht gesehen. Ja. Aber ich muss sagen, könnte auch deutlicher sein. Also Übersichtlichkeit ist keine Stärke des Spiels, finde ich. Schweinchen und Schäfchen gehen auch mal. Ach, das brauche ich nicht. Ja, ich würde aber sagen, wie es mit der Übersichtlichkeit und vor allem mit den Heizkosten aussieht. Bei jedem sehen wir vielleicht in der nächsten Folge, oder was meint ihr? Lehm, wo kriegt man immer Lehm her? An der Küstennähe? Lehmgrube muss in der Nähe eines Flusses oder Oase gebaut sein. Ja. Also. Meer geht nicht und See geht auch nicht. See könnte auch gehen. Okay. Weiß ich aber nicht. Wie dich dran? Es ist immer da, wo Fruchtbarkeit ist, das Leben. Ach, Fruchtbarkeit ist ja entspannt. Okay, dann muss ich den Außenhandel erst machen. So, jetzt können wir. Ja, also dann vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt auch bei den anderen rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.